Die Salzburger Landeskrankenanstalten können auf eine mehr als 300-jährige Geschichte zurückblicken. Jahrhunderte, die geprägt sind von einer kontinuierlichen medizinischen Entwicklung, aber auch von Bauten und zahlreichen Kunstwerken aus verschiedenen Epochen. Bereits seit dem 12. Jahrhundert gab es in Salzburg eine öffentliche Krankenfürsorge, die von den Erzbischöfen und den Klöstern unterhalten wurde. 1688 kaufte Fürsterzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein das Schloss Mühleck. Es wurde bis auf das Stadttor mit Wappen von Wolf Dietrich abgerissen. Der Bau des St. Johann-Spitals begann 1692. Der erste Trakt und die Kirche waren schon 3 Jahre später fertig. Der zweite Trakt rechts und das Stöckel dahinter wurden 1703 eingeweiht. Seit 1754 besteht die Krankenhausapotheke. Bereits der Begründer, Erzbischof Thun, hat in Architektur und Kunst investiert. Er beauftragte den bedeutenden Barockarchitekten Fischer von Erlach und gab für die Kirche Bilder bei dem aus Laufen stammenden Maler Michael Rottmeier in Auftrag. Lange Zeit war das für damalige Verhältnisse großzügige Krankenhaus ausreichend. Um 1800 wurden die Fischer von Erlach-Bauten den ursprünglichen Plänen entsprechend aufgestockt und erhielten das jetzige Aussehen. Bis heute funktionieren die Gebäude mit entsprechenden Renovierungen und moderner Technik für die aktuellen medizinischen Ansprüche. Um 1700 hatte das St. Johann-Spital 58 Betten. Rund 150 Jahre später war es bereits auf 225 Betten gewachsen. Damals wurden pro Jahr ungefähr 2600 Patienten behandelt. Ursprünglich wurden Männer links und Frauen rechts der Kirche untergebracht. Die Visite ging durch die Kirche über die Orgelempore. Erst 1948 wurde die Teilung in Chirurgie links und Medizin rechts vollzogen. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden zusätzliche Gebäude auf dem erweiterten Krankenhausareal. Eine geburtshilfliche und Frauenabteilung, das erste Kinderspital, die Augenklinik und die Pathologie. Die Barockbauten und die Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wurden bis Mitte des 20. Jahrhunderts mehrfach um- und ausgebaut. Das gesamte Krankenhausareal befand sich ursprünglich nördlich der Müllner Hauptstraße. Die damalige Einfahrt ins Spital sieht man rechts im Foto. Weiter im Jetzt und zur Kunst. Vor allem aus den vergangenen 30 Jahren im heutigen Landeskrankenhaus. Gerade im Krankenhaus, wo die Leute aus der gewohnten Umgebung herausgerissen sind und damit einem ganz besonderen Stress und ganz besonderen Belastungen ausgesetzt sind, braucht es etwas, dass man hier sozusagen im Sinne der nebentherapeutischen oder der seelisch-therapeutischen Behandlung, und das ist eben aus meiner Sicht die Kunst. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Skulpturen, die unter dem Einfluss des Nazi-Regimes entstanden sind, im Areal des Krankenhauses aufgestellt. In der Nachkriegszeit, als das Krankenhaus baulich vergrößert wurde, kamen weitere Skulpturen im weitläufigen Areal dazu.
In den 60er Jahren setzte eine große Entwicklung in der Medizin ein, die zahlreiche Neubauten erforderte und das St. Johannsspital zu einem architektonisch uneinheitlichen, sehr großflächigen Krankenhaus wachsen ließ. Die Gebäude der zweiten Chirurgie mit HNO und Neurologie 1954 sowie die Gynäkologie und das Zentralröntgen 1962 waren die ersten Bauten südlich der Straße, die erst ab Mitte der 60er Jahre für den allgemeinen Verkehr gesperrt wurde. Um das Krankenhausareal dafür erweitern zu können, mussten die Gründe erworben und die Eisteiche der Augustinerbrauerei aufgelöst werden. In den 80er Jahren entstand das mittlerweile mehrfach umgebaute Gebäude der Medizin II, Dermatologie, Lungenabteilung und Intensivstation. Auch das Kinderspital wurde erweitert. In den 90ern wurde die HNO gebaut. Die anderen Gebäude wurden mehrfach adaptiert und vergrößert, um den steigenden medizinischen Anforderungen und dem zunehmenden Patientenaufkommen gerecht zu werden. Die Anzahl der Fachabteilungen wuchs entsprechend der medizinischen Entwicklung. In den 30er Jahren hatte das gesamte Krankenhaus 600 Betten. Mitte der 80er Jahre waren es über 1600 Betten und es wurden pro Jahr 43.000 Patienten stationär behandelt. Die Pflege übernahmen bis in die 70er Jahre vorwiegend die barmherzigen Schwestern. Das Kunstwerk des bekannten Salzburger Bildhauers Toni Schneider-Manzell setzt ihnen ein Denkmal. Die meisten nun präsentierten Kunstwerke wurden seit den 80er Jahren geschaffen, als das Land Salzburg aufgrund einer gesetzlichen Regelung 2% der Baukosten für Kunst am Bau eingesetzt hat. Für den Wartebereich der Dermatologie schuf Johann Jascher großflächige Wandreliefs. Es ist dem Zeichner perfekt gelungen, seine Linien und Flächen wie auf Papier mit dem Kalkmörtelputz auf die großen Wände zu bringen. Im Wartebereich daneben hängt eine Fotoserie von Peter Dressler. Der Hauptdarsteller, der Hund Burschi, ist in verschiedenen Museen auf der ganzen Welt und hier auch als Kartoncollage präsent. Im Labor ist eine Arbeit vom Salzburger Maler Konrad Winter. Als Bildgrund verwendet er Holztafeln, die er eingeschnitten und bemalt hat. Die Fassade des zentralen Wirtschaftsgebäudes gestaltete der Bildhauer Hans Müller mit einem Aluminiumrelief. Die Wandmalerei in den Stiegenhäusern stammt von Bernhard Braumann. Zwischen den Eingängen zur Augenabteilung ist eine Neoninstallation der renommierten Künstlerin Brigitte Kovanz zu sehen. Das Morsealphabet aus dünnen Neonröhren ist kreisförmig um ein pupillenartiges Zentrum angelegt. Die Arbeiten im Gebäude haben Salzburger Künstler der mittleren Generation entworfen. Von Gerold Tusch stammen Keramikwandgestaltungen in den Stiegenhäusern und im Wartebereich im ersten Stock. Die Bildflächen zeigen Augenpartien aus diversen Gemälden der Kunstgeschichte. Gerold Tusch verweist mit diesen Details auf die Bedeutung der Augenpartie für die Wahrnehmung und Identifikation von Personen. Viele kleine Kunstharzobjekte von Ulrike Lienbacher gestalten die Wände der Aufenthaltsbereiche. Drei Formen wiederholen sich in unterschiedlicher Färbung. Twilight betitelt Gertrud Fischbacher ihre in die Wand eingelassenen Lichtkästen. Natur als Bild ist für mich das Ergebnis einer interpretativen Recherche. Natur ist für mich Licht, Zeit, Raum, Struktur und die Auseinandersetzung mit der Realität. Und ich wollte ins Krankenhaus Natur und Licht bringen, den Wegraum gliedern und Orientierungspunkte setzen. An der Fassade der Kieferchirurgie befindet sich eine Emailarbeit mit Gesichtsprofilen der Künstlerin Sonja Lixl. Die in Oberösterreich arbeitende Bildhauerin Gabriele Berger
gewann 1995 den geladenen Wettbewerb für den durch die Überdachung der Gaswerkgasse entstandenen Grünraum. Die Bodengestaltung hinter dem Kinderspital besteht aus ineinandergesetzten Granitblöcken, die unterschiedlich tief in die Erde versenkt sind. Für den Zugangsbereich der HNO-Abteilung schuf der in Wien lebende Salzburger Werner Würtinger ein Stahlglasobjekt. Am Rande des Landeskrankenhauses zur Lindhofstraße hin wurde 2010 ein Neubau für das Perinatalzentrum errichtet. Die Gestaltung der Wartebereiche und Gänge übernahmen zwei Künstlerinnen. Von Maria Hahnenkamp stammen Ornamentlinien, teilweise mit Klebebuchstaben darauf. Sie laufen wie stilisierte Kletter- und Schlinggewächse, vom Boden bis zur Decke, auch über die Türen. Ebenfalls mit Schrift arbeitete Ingeborg Kumpfmüller in diesem Eltern-Baby-Zentrum. Die Arbeit beginnt im Eingangsbereich und setzt sich dann in den Erschließungszonen, in den Geschossen fort. Es sind Wörter, die direkt mit der Betrachterin, mit dem Betrachter kommunizieren. Es sind sehr persönliche Wörter, die auf das Ich im Austausch mit dem anderen, das Kind, verweisen. Weiter geht es zur Gynäkologie. Der Bau wurde in den 60er Jahren errichtet. Cordula Hoffmann-Molis gestaltete dort 1999 den Ambulanzwarteraum mit einer mehrteiligen Arbeit, die unkonventionell weit oben im Raum platziert ist. Neben der gynäkologischen Ambulanz führt eine Stiege in den Keller. Dort im unterirdischen Gangsystem, das eigentlich nicht für Besucher zugänglich ist, finden die wirklich Kunstneugierigen eine großflächige Wandmalerei des in Wien lebenden Vorarlbergers Karl-Heinz Ströhle. Das unterirdische Gangsystem verbindet die Gebäude und dient für Kranken- und Materialtransporte. Ströhle schafft mit seiner 60 Meter langen Malerei Abwechslung und Aufmerksamkeit und macht die Bewegung bewusst. Nun eine neuere Arbeit aus dem 21. Jahrhundert. Die dreiteilige Wandgestaltung von Elisabeth Tschihak in der Radiologie ist für die Wartenden vertraut und doch irritierend, weil nur die Natur auf den Landkarten zu sehen ist und die Zuordnung zur Herausforderung wird. Am Ende des Ganges steht eine Metallsteinarbeit vom aus Salzburg stammenden Bildhauer Gottfried Höllwart. Das Großprojekt der Chirurgie West, jetzt als Haus A bezeichnet, am südlichen Ende des Landeskrankenhauses Richtung Max-Glan gelegen, wurde nach einer ersten Bauetappe 2001 mit der Erweiterung 2012 abgeschlossen und bietet modernste Operationsräume, Stationen und Ambulanzen für Chirurgie, Unfallchirurgie, Endoskopie, Orthopädie, physikalische Medizin und die zentrale Notaufnahme. Nach langjähriger Bemühung engagierter Klinikvorstände konnte 2003 die PMU, die Paracelsus Medizinische Privatuniversität, ihre Lehrtätigkeit aufnehmen. Dadurch sind die Abteilungen zu Universitätskliniken aufgewertet, wo neben der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf höchstem Niveau auch Lehre und Forschung einen hohen Stellenwert haben. Der Masterplan 2020 der SALG legt die Leitlinien neuer medizinischer und organisatorischer Strukturen fest, die auch neue moderne Spitalsgebäude erfordern. Das Perinatalzentrum, die Chirurgie West und das Kinderzentrum sind fertiggestellt. Zurück in der Chirurgie West und zu den Kunstwerken dort. Die international anerkannte österreichische Medienkünstlerin Walli Export hat den von außen sichtbaren Wartebereich der Unfallchirurgie mit Leuchtkästen mit großen Schwarz-Weiß-Fotografien gestaltet, die mit Farbflächen unterteilt sind. Die Fotomontagen zeigen Ausschnitte des Gebäudes, überlagert von Fotografien von Frauen, die im Jahr 2000 dort beschäftigt waren. Ein zusätzliches Gestaltungselement sind Texte und Zeilen aus Gedichten von H.C. Artmann und Rosa Pock.
In der Chirurgieambulanz sind Temperamalereien auf Leinwand in farbbeschichtete, dunkelblaue Aluminiumplatten eingelassen. Claudia Hirtl beschäftigte sich in diesen Arbeiten mit den Themen Bewegung, Ort und Mitteilung. In den Aufenthaltsbereichen der Stationen sind 2001 geschaffene Kunstwerke von 6 österreichischen Künstlerinnen und Künstlern zu entdecken. Gabriele Klin gestaltete den kleinen Raum mit 3 Arbeiten an der Wand, in einem Tisch und in der Fensterfront. Barbara Reisinger ist in der Chirurgie West mit 2 Arbeiten vertreten. Edelstahlbänder, die mit dem Bodenbelag verklebt sind und strahlenförmig von einem imaginären Mittelpunkt außerhalb des Gebäudes ausgehen. Und dieser Handlauf bei dieser Intervention in der Chirurgie West wollte ich die Materialien des Hauses erfahrbar machen, ihre unterschiedliche Härte und auch ihre ästhetische Qualität, zum Beispiel Gummi. Dieses Element kam aus dem Wandpanel, Beton, Glas, Aluminium, Kunststoff, Holz und auch den Bodenbelag habe ich verwendet. Gleichzeitig ist es benutzbar, das heißt, man kann sie wirklich entlang handeln und stützen und hat dann die Möglichkeit, eine haptische Erfahrung zu machen. Die Kunst im Krankenhaus, bewusst oder unbewusst wahrgenommen, hat ein sehr großes Publikum. Patienten, die sich manchmal Zeit dafür nehmen, Personal, das immer wieder an denselben Kunstwerken vorbeikommt und viele Besucher. Die Kunstwerke werden von weitaus mehr Menschen gesehen als Ausstellungen in Museen, in die nur jene gehen, die sich speziell dafür interessieren. Der bekannte steirische Künstler Michael Kinzer gestaltete die Außenfassade des Operationstraktes der Chirurgie West. Na, es sind insgesamt 4 Zitate, 2 über Kunst, 1 Zitat kann man sagen über Wirtschaft. Paracelsus spricht von Geiz und das dritte über Medizin und dann noch der gesamte Name von Paracelsus. Das überlagert sich zum Teil. Dieses Überlagern von Texten ist im Grunde für mich sowas wie eine bildhauerische Übersetzung von dem Wort Dichtung, nicht? Weil wie ja das Wort Dichtung schon sagt, wird ja auch Sprache verdichtet. Und so wie ich damit umgehe, passiert das halt sehr buchstäblich. Nicht? Weitere Projekte sind im Entstehen. '98 wurde eine Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke auf dem Gelände zweier Bauerngüter in Liefering eröffnet. Der einzige verbliebene historische Baukörper ist der ehemalige Wasserturm. Die heutige Christian-Doppler-Klinik umfasst Nebenabteilungen für Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie und Geriatrie, auch Institute für Psychologie, ambulante Betreuungseinrichtungen sowie das Gerichtsmedizinische Institut. Auch hier 2 Beispiele für die Kunst in diesem parkähnlichen Krankenhausareal. Marianne Ewald entwarf 1994 ein Labyrinth aus Holzpfählen für den Spielplatz. In der Psychiatrie wurde ein Gesamtkonzept, das von der Bodengestaltung bis zu den Wandregalen geht, von den Künstlern Ernst Travöger und Martin Walde realisiert. Zu den Salzburger Landeskrankenanstalten gehört neben dem Landeskrankenhaus und der Dopplerklinik auch das Landeskrankenhaus St. Veit. In idealer sonniger Südlage wurde 1912 in St. Veit im Pongau die Lungenheilanstalt Grafenhof errichtet, vorwiegend zur Behandlung von Tuberkulosekranken. Der prominenteste Patient war sicherlich Thomas Bernhard, der seine Aufenthalte Anfang der 50er Jahre in dem Roman Die Kälte, eine Isolation, erschienen 1981, festhielt. Das Landeskrankenhaus St. Veit wurde seit den 90er Jahren großflächig erweitert.
Im Neubau von Architekt Erio Hoffmann sind Wandgestaltungen von M.E. Prigge im nicht öffentlich zugänglichen Therapiebecken und in den Gängen neben dem Restaurant und im Untergeschoss zu entdecken. Der aus Oberösterreich stammende Keramikkünstler Franz Josef Altenburg schuf 1999 für den Aufgang zur Kapelle mehrteilige Reliefs. Schraffierte Keramikfelder lassen in 6 Stationen ein Kreuz entstehen. Das Altarkreuz in der Kapelle wiederholt das Thema in anderen Proportionen. Der Maler Richard Hirschbeck erhielt ursprünglich den Auftrag für ein Fresko im Altarraum der renovierten Kapelle. Er setzte sich jedoch dann ein, die entdeckten Fresken aus den 20er Jahren zu erhalten und übernahm die Gestaltung der Glasfenster. Die Stimmung in dem Kirchenraum ändert sich je nach dem Lichteinfall durch die 13 farbigen Rundbogenfenster. Für die große Parkanlage des Krankenhauses schuf Leo Zogmeier 2004 benutzbare Skulpturen aus Holz und Stahl. Die Idee dafür leitet der niederösterreichische Künstler von der Geschichte des Ortes als ehemalige Lungenheilstätte ab. Zogmeier entwickelte die Holzliegen, die es früher gab, zu einer Parkmöblierung zum Gehen, Sitzen, Liegen, Beobachten und Begegnen. Die heutige Landesklinik St. Veit ist nach Renovierung und Ausbau ein modernes Spital mit interner Abteilung, Orthopädie, psychiatrischer Rehabilitation und Sonderpflege. Als Lehrkrankenhaus der PMU besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken der SALK. Ein neues Gebäude nimmt eine onkologische Rehabilitationsstation mit 120 Betten auf. Derzeit haben die Salzburger Landeskliniken an den 3 Standorten mehr als 1800 Betten. 97.000 Patienten werden jährlich an 44 Fachabteilungen und Instituten stationär behandelt. Von über 5.300 Beschäftigten in den Landeskrankenanstalten sind ungefähr 750 Ärztinnen und Ärzte und mehr als 2.000 Personen im Pflegedienst. Der medizinische Fortschritt erlaubt in den vergangenen Jahren eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer auf durchschnittlich 5 Tage. Die teils sehr spezialisierten Ambulanzen betreuen jährlich an die 300.000 Patientinnen und Patienten, also 3-mal so viele wie stationär Versorgte. So haben sich in mehr als 300 Jahren die Salzburger Landeskliniken aus dem St. Johannsspital entwickelt. Derzeit gibt es an den 3 Standorten sicher mehr als 150 Kunstwerke, von denen hier 45 vorgestellt wurden.